Mit welchem Fisch macht man im Low-Level am meisten Silber? Was lohnt sich am ehesten, auf welchen Fisch zu angeln? In Masse, in Klasse, Hauptsache das Silber kommt rum, Hauptsache man kriegt gut XP. Was sind die besten Fische? Ja, diese Fragen kommen natürlich regelmäßig. Ganz wichtig zu beachten, es ist nicht wirklich wichtig, wie viel XP man bekommt, denn XP kommt von alleine relativ schnell rein. Silber hingegen, da hinkt man ständig hinterher. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du schon im Low Level, also unter Level 20, anfängst mit einem Premium Account, also dir Premium Stunden quasi holst und Bonus XP bekommst, levelst du viel, viel schneller, als du Silber reinbekommst und wirst immer dazu verleitet, regelmäßig neu Silber nachzukaufen, Gold nachzukaufen, weil du einfach vom Level her deutlich schneller bist, als du Silber reinbekommst. Dementsprechend bist du auf einmal Level 16, hast immer noch einen Feederset Start und kannst quasi an den hohen oder höheren Gewässern noch gar nichts fangen. Oder du bist auf einmal Level 20 und hast vielleicht 1000 Silber zusammengeangelt. Ist halt ein bisschen schade. Wie verdient man denn jetzt richtig gut XP und auch noch Silber? Es gibt ein paar Fische, die wurden in der Vergangenheit von RF4 nochmal etwas gebufft. Das heißt, die haben extra ein bisschen XP bekommen. Die haben aber auch extra deutlich mehr Silber, also Verkaufspreise bekommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Einer der wichtigsten Fische ist da absolut der Kaulbarsch. Wenn wir hier mal reinschauen in die Kaulbarsch-Übersicht, das ist jetzt hier mal ein kleiner Kescher von ja, ungefähr einer halben Stunde Angeln oder noch nicht mal ganz. Da sehen wir natürlich je nach Gewicht auch unterschiedliche Preise. Und es gibt immer mal wieder so gewisse Gewichtsgrenzen, wo es sich lohnt, die Kaulbarsche dann eben auch gezielt zu beangeln. Beziehungsweise ab wann sich so ein Kaulbarsch dann auch lohnt. Zu diesen ganzen Fischen gibt es auf dem Kanal auch immer spezielle Spot-Videos. Da mal reinschauen, die verschiedenen Köder testen an diesen Spots und gucken, ob das da läuft. Denn diese Spots sind immer mal wieder aktuell. Es gibt im Game immer wieder auch alte Spots, in Anführungszeichen, aus alten Videos, die immer wieder aktuell sind. Das heißt also, nur weil ein Video vielleicht 3 Monate alt ist, heißt es nicht, dass das da nicht funktioniert. Man geht einfach hin, testet an der Stelle mit gleichen Ködern, mit ähnlichen Ködern und hat dann mit Sicherheit auch wieder Erfolg an diesen Stellen. Spots sind mal weg, kommen aber auch wieder. Ganz wichtig eben auch hier beim Kaulbarsch, da passiert das regelmäßig, manchmal sogar im Wochenabstand, dass man ein Spot wieder weg ist und auf einmal wieder da ist, läuft aber immer mal wieder dieser Kaulbarsch. Und ihr seht, die Trophy, das ist einfach der Hammer. Über 30 Silber und das war jetzt hier ein Spot am Windenbach. Wenn man in einem höheren Level dann auch auf Kaulbarsch geht, dann bringt er auch manchmal 40 bis 50 Silber fast. Also einen Kaulbarsch an den höheren Gewässern bringt dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Silber. Je nachdem, wie häufig der quasi gefangen wird, desto weniger ist der dann ja irgendwann auch wert. Aber im Durchschnitt sieht man eben hier 3 Silber, 4 Silber, 5 Silber. Ja, und dann die Trophy, die haut natürlich dann noch mal richtig rein. Aber wie gesagt, auch das lohnt sich schon. Und was ist der nächste wichtige Punkt? Man macht am meisten Silber mit Fischen, die man fängt. So blöd sich das anhört, wenn du sagst, oh geil, im Kaffeeauftrag ist gerade ein Zander drin hier, der bringt mir 200 Silber ein. Ja, den fängst du aber nicht. Das ist halt der Knackpunkt. Wenn du den Kescher voll machst mit Kaulbarschen, machst du weitaus mehr als 200 Silber. Und mit dem 200 Silber Kaffeeauftrag, da brauchst du wahrscheinlich 3-4 Wochen, bis du ansatzweise diesen Fisch fängst. Also, immer darauf konzentrieren, welchen Fisch schafft man auch zu fangen. Welcher Fisch ist erreichbar für dich und dein Setup? Und wenn du einfach mal irgendwo ans Wasser gehst und einen neutralen Köder reinwirfst, sowas wie einen Regenwurm oder wie in den Spot-Videos erklärt, dann einfach mal gucken mit einfachen Ködern, was geht da rein. Und das, was am meisten reingeht, das
bringt dann auch am meisten Silber, denn die Masse, die macht's. Trotz allem gibt es ein paar Fische, die sich nicht so wahnsinnig lohnen. Also sowas wie Giebel und Karausche, die müssen schon wahnsinnig groß werden, damit sich das lohnt. Aber wie gerade gezeigt, der Kaulbarsch, der lohnt sich schon. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man Allround angelt und dann so einen Kaffeeauftrag hier absolviert, dann lohnt es sich natürlich immer kunterbunt zu angeln, also mit einem Köder auf alles zu gehen. Dann sind da Kaulbarsche drin, dann sind da Schläfergrundeln sind dann mit drin, Giebel, Karauschen, Güster, Laube, alles was man so fangen kann. Und dann macht man natürlich aufgrund der Kaffeeaufträge nochmal richtig viel extra Silber. Wo wir hier gerade am Windenbach sind, natürlich lohnt es sich auch auf den Don-Kaulbarsch zu gehen. Der Don-Kaulbarsch, ihr seht es hier, bringt wahnsinnig viel Silber, ist natürlich ein seltener Fisch. Damit macht man nicht mal eben schnell den Kescher voll. Aber nebenbei, wenn da noch ein paar schöne Brassen reingehen, Lauben, Muscheln und so weiter, macht man damit natürlich zusätzlich richtig schön Silber. Das heißt, man sucht sich eine Stelle, wo dann vielleicht der Kaulbarsch läuft und nebenbei als Beifang auch nochmal der Don mit reingeht. Oder man nimmt einfach einen Köder, der ganz viele unterschiedliche Fische anlockt, wie zum Beispiel die Zuckmückenlarve. Die sogenannten Z-Fische ab Level 20 lohnen sich natürlich auch immer wieder. Gerade wenn man eine Stelle hat am Wolchow, wo die richtig gut laufen, also Zobel, Zerte und Zope, das sind die sogenannten Z-Fische. Auch dazu gibt es jede Menge Videos. Jetzt in den letzten Tagen liefen die an den typischen Spots leider nicht so gut, aber es wird wieder Wochen und Tage geben, wo die fantastisch laufen. Auch da kann man super Silber mitmachen. Ihr seht, wie hoch die gehen vom Preis und bei den Fischen kriegt man auch eine richtig gute Frequenz hin. Ja, auch bei den etwas größeren Fischen lohnt es sich manchmal auf Masse zu gehen. Wir sehen hier unten zum Beispiel eine Anzahl an verschiedener Döbel. Auch da gibt es regelmäßig Spots, aber natürlich auch sowas wie Brasse oder Aaland lohnt sich mal gezielt zu beangeln. Auch dazu findest du natürlich das passende Video. Wenn du spezielle Videos suchst zu einem Gewässer, einfach auf die Playlist gehen. Es gibt zu jedem Gewässer eine komplette Playlist auf dem YouTube-Kanal. Heißt also jetzt eine Playlist Windenbach. Da findest du dann alle Spots zum Windenbach. Ja, einen Fisch darf natürlich nicht fehlen und zwar die Brasse. Absolut essentiell. Das Brassenangeln an der alten Festung lohnt sich auch mit Level 20 plus. Also wenn man da mal nachts Lust hat auf Masse, dann ist die Brasse immer mal wieder top. Bis dahin, also bis Level 20 plus, hat man auch mit Sicherheit Brassenfutter geskillt. Und auch die Köderherstellung soweit, dass man den passenden Köder hat für die Brasse und eben auch die passende Futtermische. Und dann läuft das mit der Brasse auch richtig gut. Ein Fisch, der vor Jahren noch absolut verhasst war, ist mittlerweile auch richtig lohnenswert. Die Schläfergrundel, gerade natürlich im Trophy-Gewicht, meist auch dann in Masse auftretend, kann man richtig schön gezielt beangeln. Und das Krasse ist einfach, wenn man so eine Trophy-Schläfergrundel hat, liegt die im Preis ungefähr von einem 2 bis 3 Kilo Aal. Also, das Dingen fängt man allemal schneller als einen 2 bis 3 Kilo Aal und dann fängt man auch noch mehrere davon. Also auch die Schläfergrundel mittlerweile absolut lohnenswert. Es gibt noch einige andere Fische, die sich weiterhin lohnen. Sowas wie die Güster zum Beispiel. Da ist nahezu das Gewicht der Güster umgerechnet in Silber. Also das lohnt sich richtig gut. Oder auch die Nase, immer mal wieder als Beifang mit dabei, hier am Windenbach. Aber das hier sind jetzt so die Basics oder die wichtigsten paar Fische, mit denen man absolut solide sein Silber machen kann, seine XP machen kann und richtig gut vorwärts kommt im Game. Und das Wichtigste ist, man hat günstige Köder, man hat kaum Verschleiß auf dem Setup und man kommt richtig gut vorwärts und spart sich ganz viel Silber für das Midgame. Ab Level 20 plus geht's dann auf die größeren Fische. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.